Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bioshock. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben und ich hatte euch die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn ein perfekter Mensch bzw. wir eine perfekte Instanz geschaffen haben und wir als Mensch wirklich nur denken, dass sie perfekt ist, weil unser Gedanke nur so weit reicht und nicht weiter reicht. Oh oh, die sind nervig, weil die droppen dauerhaft Bomben. So. Diese Wackelsdinger überall um mich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. So, Sicherheitskameras werden überwichtig. Bei diesen Sicherheitskameras müssen wir gleich nämlich aufpassen, dass wir nicht erwischt werden, weil Sicherheitskameras kann man hacken und die können selber ganz viel machen, aber wenn man erwischt wird, löst man einen Alarm aus und ganz viele Gegner kommen. Hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt? Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Das sind übel die interessanten Fragen, die der hier stellt. Ich finde, das ist das Tolle an Bioshock. Es wirft einfach so viele Fragen, so verwerfliche Fragen, vor allem einfach um, ohne irgendwie großartig Probleme zu machen. Uiuiui, da haben wir schon das, wo wir aufpassen müssen. Die werden wir aber einfach hacken, indem wir die einfach einmal blitzen und direkt danach auf Hacken drücken. So, eigentlich kann man immer alle Teils aufdecken, aber wie gesagt, mit meiner Maus ist das, beziehungsweise hier vorne ist die Sensitivität irgendwie übel merkwürdig. Den hier und dann so einen noch. Fertig. Okay. Ich kriege ja auch Achievements, weiß nicht, ob die euch alle angezeigt werden. So. Hier vorne liegt überall Öl. Uiuiui, da müssen wir ein bisschen auch mit aufpassen. Aber wir werden jetzt die Fähigkeit haben, Sachen anzuzünden. Hey! Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. So. Aktenschrank, Tisch. Wir können ganz einfach hier vorne, sobald wir das anzünden, zünden wir die alle an. Weil Feuer verbreitet sich, hey. Wie ein Lauffeuer hat sich das verbreitet. Noch ein Joke. Alle Wege führen zu Ryan. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Er reichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. So, hier vorne haben wir diese Düfte, die ausgestrahlt werden, von denen er gerade gesprochen hat. So, der Kaffee hat dir mehr Eve verschafft. Dankeschön. So, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt lang gehen wollen als nächstes. Ja, wir können hier unten nochmal rein kurz checken. Ich glaube, hier war nämlich der Shortcut, wie man hier hinkommt. Ja, sehr schön. Und dann hier unten einmal lang, oder? Ja. Wir können jetzt aber endlich das, was wir vorhin machen wollten. Hier vorne können wir das kurz einnehmen. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's in Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Wow, vielen Dank dafür, dass ich jetzt von Google einfach daran, von Windows daran erinnert werde, dass jemand Geburtstag hat. Also der Sound kam nicht von euch, der kam tatsächlich bei mir. So. Bevor der mich weiter stört, schauen wir hier erstmal durch. Uiuiui. Warum ist es jetzt dunkel? Ich
Ich habe Angst. Mach es sauber. Mach es sauber. Aua. So. Oh nein. So, holy moly. Das waren schon ein paar mehr Gegner. Dankeschön. So komplex durfte das doch auch nicht sein. So, wir laufen gerade schon ein bisschen ziemlich viel Offroad. Was aber alles noch in Ordnung ist. So, wir brauchen einen Schlüssel zum Office. So, bevor wir uns heilen, schauen wir erstmal. Ja. Wir haben jetzt schon den Verbandskastenlimit. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind. Die Deutschen. Die konnten nur an eins denken. An blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. So. Und wir müssen hier jetzt schauen, dass wir hier jetzt reingehen. Und erstmal ein bisschen Story weitermachen und hier auch lang gehen. Ja, hier gibt es keinen Weg weiter. Hm. Auf der anderen Seite ein Big Daddy. Der macht natürlich immer wieder Angst. Uiuiui. Okay. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Ich weiß nicht, ob man das so gehört hat, aber der hat gerade gesagt gehabt, warum gibt es nur zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, was uns dazu zwingt, nur zwei Augen zu haben? Das Bleister lässt es krachen wie an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese-Plasmid in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. So, und wir müssen jetzt endlich das Telekinese-Plasmid holen. Das hätten wir sehr wahrscheinlich auch vorher holen können, ich weiß es nicht, aber wir werden das jetzt erstmal so holen. So. Sehr schön. Die Sklaverei, der Holocaust. Hallo, Finger weg von mir. Ich habe keine Munition mehr, lull. Okay, dann warten wir ganz kurz. Die wird da irgendwie schon abfackeln. Und ich möchte natürlich auf das Plasmid, auf Electrobolt umswappen, weil Electrobolt immer noch Master Race ist. Ich liebe Electrobolt einfach über alles. Oh, hier haben wir eine Türsteuerung, die klemmt. Die könnten wir technisch gesehen eigentlich doch so öffnen. Hey! So ist richtig. So, alles durchsuchen, alles nehmen. Ich nehme, by the way, immer alles. Das bedeutet, ich gehe auch oft Minus dadurch. Weil, nehmen wir an, wir haben volles Leben und wir wollen uns mehr Leben geben durch Alkohol. Verlieren dadurch aber Eve. Das ist nicht gerade nützlich, meiner Meinung nach. Und generell allen Meinungen nach. Weil, es ist ja nicht nützlich, wenn ich Minus mache. So. Hier waren wir ja, oder? Hier kamen wir ja nicht weiter. Weil wir keinen Schlüssel hatten. Genau. Aua, und ein bisschen Schaden können wir auch nehmen. Das ist in Ordnung. So. Dann hier einmal durch. Hier einmal durch. Und dann schauen wir mal, ob wir... Okay, man kann technisch gesehen... Okay, provisorische Beimaschine. Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. So, dann schauen wir doch mal,
was es mit diesem Telekinese-Plasmid auf sich hat und wie es wirkt. Ich mag diese kleinen Videos, by the way. Wir nehmen Abfackeln weg. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Das ist super nice, oder? Auch wenn es so ganz kurz ist, ich mag das einfach. Nice. Whoops. So, okay, das klappt doch ganz gut. Wir können ja nicht im Gatherer's Garden noch andere Sachen machen. Oh, da war gerade was. Ionischer Schrot. Was ist da? Warum hast du mich getötet? So wollte ich das machen. Dankeschön. Du lebst noch? Warum? What the fuck? Warum ist die full life? Du wurde davon gerade von einer Explosion komplett weggeschossen und ist einfach full life. Was ist denn das für ein Meme? Okay. Ist aber in Ordnung. Wir können schließlich jetzt von dem Bomber oben die ganzen Sachen zurückfeuern. So, hier vorne ist noch ein bisschen Stuff. Dankeschön. Ionischen Schrot werden wir später nutzen. Keine Sorge. So. Wir werden ihn so bekämpfen. Ululul. Okay, hier vorne einen Verbandskasten bekommen. Und Kiste mit Granaten, wo nichts drin ist. Yay. So, nachladen. Nachladen. Okay. Und jetzt muss ich hier vorne das hier auswählen. Okidoki. Komm schon, noch einen Wurf. Das schaffst du, Boy. Okay. Perfekto. Du baust nichts als Scheiße. So, da können wir gleich nochmal hin und uns das anschauen. So, wir wollen. Oh, wir haben sogar jetzt einen Auto-Hack übrig. Okay. Also es gibt, by the way, die Möglichkeit, entweder Auto-Hacker zu nutzen, die dann automatisch alles machen. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, das einfach anzukaufen, was man hier vorne hat. Oder das selber zu hacken. Und selber hacken bringt halt meistens am meisten. Nur wir haben noch keinen Skill, der es irgendwie nötig macht, dauerhaft irgendwas zu hacken, wenn wir es nicht wirklich brauchen. Wir können hier aber gerne mal reinschauen, ob die vielleicht Pistolen haben. Also Pistolenkugeln. Da haben wir jetzt mal ein paar von gekauft. Dann nutzen wir die ein bisschen öfters. Okay. Das ist eine Leiche. Das ist tatsächlich. Ich dachte, das wäre eine Puppe. Heute habe ich mit der Göttin zum Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. So, wir hacken hier vorne. Das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn es sowas einfach gibt. Holy moly. Okay, das heißt, einmal hier vorne den hier, einmal den hier. Und dann müssen wir nur noch zwei finden, die irgendwie nach unten gehen. Da haben wir schon den ersten und den zweiten. Sehr schön. Ups. So. Perfekt. Ja. Jetzt gehört er uns. Damn it. Ach, da ganz hinten ist auch noch eine Maschine. So, die wollen wir natürlich auch hacken. So, perfekt. Hacken! Ja, hier können wir gar nicht durch. Das bedeutet, wir müssen ganz oben lang. Und wir müssen vorsichtig oben lang. Das heißt, den hier hierhin, den hier hierhin, den hier hierhin. Dann brauchen wir den hierhin. Und oh oh, den hierhin. Fertig. So, hier können wir nochmal hochgehen, wenn es geht. Oder halt seitliche dran packen. Ich glaube, seitliche sind sogar schneller.
Okay. Perfekt. Simple but effective, sagt man in der englischen Sprache. Uiuiui. Immer aufpassen auf die hier. Das sind die schrecklichsten Dinger, die es gibt. Also jetzt ohne Spaß, das sind wirklich die schrecklichsten Dinger. Wenn man davon erwischt wird, dann ist gefühlt schon Game Over, weil halt so viele Sachen kommen. Manchmal sind die auch nützlich, weil man dadurch halt die Möglichkeit bekommt, neue Maschinen anzurekrutieren. Aber das eher später. Ich würde es jetzt noch nicht machen. Wir sind jetzt weder tanky noch sonst irgendwas. Wir sind eigentlich ganz normal dran. So, bei denen muss man immer schnell sein, weil der Anfang kostet einen schon das ganze Leben. Vor allem, das sind noch leichte Schwierigkeitsstufen. Also, das geht ja alles noch klar. Das ist ja erst Anfang des Spiels. Wäre auch schwierig, irgendwie doof, wenn die einen total schon überfordern würden. So, safe können wir auch dann untersuchen, finden panzerbrechende Munition und Verbandskasten, haben aber Limit schon erreicht, deswegen nutze ich den einen. Genau. Vorne die Leiche und alles. Uiuiui. Okay. Oh, nochmal was. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. What the hell? Aber wie gesagt, Steinman ist halt ein verrückter Chirurg. Sie hält einfach nicht still. Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Hier. Zu fett, die Hand zu groß, jene zu symmetrisch. Und das da, was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Hässlich! Upsasa. Sieh dich an, widerlich. Schau in den Spiegel. Sieh dich an, widerlich, hast du gesagt. Also ich denke nicht, dass mein Charakter so widerlich ist. So. Ich weiß nicht, ob es gleich explodiert. Wir können es eigentlich wagen, das mal zu nehmen. Upsasa. Gibt es noch ein weiteres? Nee, gibt es nicht. Oh doch, hier vorne. Ja, nice. So easy getötet. Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. So. Ich habe den Schlüssel aufgehoben, soweit ich weiß. Können hier unten aber nochmal schauen, ob hier unten noch irgendwas Besonderes ist. Noch ein Safe. Wie gesagt, leider müssen wir alles hacken. Tut mir wirklich leid dafür. Aber wir brauchen das momentan noch alles. Uiuiui. Moment mal, das gefällt, wenn ich hier nicht... Huh. Ich dachte gerade, ich hätte es jetzt schon versaut. So, hier vorne ein paar hin und dann einen so. Fertig. Verbandskästen. 3 Stück. Holy shit. Ja, das Ding ist, ich komme ja übel easy durch. Das ist halt das größte Problem. Dadurch, dass ich so easy durchkomme, habe ich natürlich keine Nachteile in Verbandskästen oder sonst was. Ich leide nicht großartig. Wir haben genügend Maschinen, wir haben genügend Leute, die uns protecten. Und wir haben hier vorne schon wieder eine, die auch alle tötet. So. So, neues Tonikon, statische Ladung. Okay. So, und die bewirkt was? Wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst jeden in deiner Nähe Schaden zu. Okay, kann man machen. Meiner Meinung nach nicht mal bad. Lol. Dankeschön, Maschine. So, der da oben wird noch ein bisschen chillen, der wird noch ein bisschen rumschießen, den brauche ich aber so nicht. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Okay.
Ich komme da halt nicht wirklich durch. Müssten wir aber irgendwie. Da lang, okay. No. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Erde zu kommen. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne dass Adam, dass diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier. Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier. Und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir. Ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. So, und da werde ich euch mal zeigen. Oh, die Arme. Es gibt hier vorne jetzt die Möglichkeit, ob wir die entweder ausbeuten oder retten. Und wir werden definitiv auf Retten drücken. So, und wie ihr sehen könnt, machen wir aus diesem hässlichen Monstrum, was Tenenbaum geschaffen hat, wieder ein kleines, süßes Mädchen. Danke. Danke. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Zeit für die Heilung. So, und die verschwindet jetzt durch diese ganzen Gänge, die wir später noch sehen werden. Zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Tut mir leid, aber das werde ich so nicht annehmen. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Flaschen Miete mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. So. Wir werden hier vorne noch einmal was holen. Gesundheitsupgrade klingt eigentlich ganz plausibel. Können jetzt nicht mehr kaufen und wir hören in der nächsten Folge oder wir hören jetzt noch das Tagebuch. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das Projekt bis jetzt gefällt. Und ja, haut raus und bis demnächst. Ciao.